Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneide dich an und lehn dich zurück. Zunächst kommt mit Patch 14.12 das Hall of Legends Event auf die Kluft, in dem Faker geehrt wird. Wie immer gibt es einen Pass, der diesmal direkt mal 5 Euro mehr kostet. Dazu gibt es allerdings diesmal noch 3 Faker Ari Skin Bundles, die preislich zwischen 50 und 440 Euro liegen. Dazu wird der Middle East Server am 25.06. seine Türen öffnen. Ab zu den Champion Buffs. Ezreal ist nun schon eine ziemliche Weile absoluter Schrott, daher gibt's nun so richtig kranke Buffs. Er bekommt zunächst 0,25 zusätzliche AD pro Level, sein Q Total AD Ratio geht dort so von 1,3 auf 1,4 hoch und auch seine Ult bekommt auf allen Rängen deutlich mehr Base Damage und geht damit von 325 bis 675 auf 350 bis 750 Damage hoch. Karma bekommt ohne Witz ihren 7. Change diese Season. Diesmal sind es etwas mehr Base Shield auf dem E und Ult E auf den späteren Rängen. Dazu hält auch der Movement Speed des E und Ult E nur 0,5 Sekunden länger an. Naafiri ist laut Riot eigentlich schon relativ stark, trotzdem spielt ihn keiner. Daher gibt es nun einen kleinen Base Damage und Bonus AD Scaling Buff für seine Packmates. Dazu geht sein Q Cooldown von 11 bis 7 Sekunden Scaling auf 9 bis 7 Sekunden Scaling runter. Der Q Bleed prockt nun auch auf kleine Monstern und der Q2 Heal funktioniert nun auch auf Large und Epic Monstern. Nila bekommt 6 statt 4 Health Region und auch ihr Armor pro Level gehen um 0,3 hoch. Talons Q Melee Cast Zeit skaliert nun mit Attack Speed und sein W Outgoing Damage bekommt auf allen Rängen 10 zusätzliche Base Damage. Dafür geht der W Jungle Damage Modifier allerdings von 905% auf 100% runter. Viktor bekommt passend zum Arcane Season 2 Trailer einen kleinen Quality of Life Change, das heißt, sein Q2 funktioniert nun auch auf Türmen. Vladimir, das Late Game Monster, bekommt gleich 3 Buffs auf seinem W. Zunächst kostet der W nun 15% Current Health anstatt 20%, dazu ist das W Healing nun doppelt so hoch und auch das Bonus Health Damage Ratio des W geht um 5% in die Höhe. Yone bekommt 3 zusätzliche Base Armor und auch Yumi taucht tatsächlich nochmal in den Patch Notes auf. Ihr E Cooldown geht von 12 bis 10 Sekunden Scaling auf 10 Sekunden Flat runter und der R Heal pro Hit geht auf jedem Rang um 10 hoch. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Champion ist eurer Meinung nach momentan Hidden OP? Schreibt euren Pick mal unbedingt in die Kommentare. Ab zu den Champion-Nerfs und dort zu Akali. Das EE gefühlt immer 50% ihres gesamten Damage ausgemacht hat, war ziemlich bedeppert. Das heißt, nun geht man ihren E massiv an. Der Base-Damage geht von maximal 450 auf maximal 350 runter. Dazu geht auch das AP-Ratio um 10% nach unten. Akshans Passive verbessert sich nun nicht mehr mit jedem einzelnen Level, sondern nur noch auf den Leveln 6, 11 und 16. Auch die Damage-Werte an sich gehen vor allem im Midgame massiv runter. Der E verliert ein kleines bisschen an Base-Damage, skaliert nun aber mit Total AD anstatt mit Bonus AD. Ashe ist schon lange extrem stark, daher verliert sie nun 5% Passiv-Damage. Blitzcrank muss ganze 50 Base-Leben einbüßen, dafür revertet man allerdings den Passiv-Duration-Nerf von Patch 14.9. Seine Passive hält nun also wieder 10 Sekunden lang an. Master Yi verliert 10 Base-Damage auf allen Rängen des Q und die Initial-Damage-Reduction des W geht von 90 auf 70% runter. Dazu geht der W-Cooldown auch um eine Sekunde hoch. Rek'Sai ist statistisch betrachtet ein absoluter Überflieger. Sie verliert daher 10% Attack Speed auf dem Q und 20 Base Damage auf allen Rängen des W an Borrow. Skarna darf natürlich in gefühlt keinem Patch mittlerweile fehlen. Er verliert nochmal Base Leben, bekommt dafür aber mehr Leben pro Level. Sein Passiv Damage wird angepasst und geht von 7 bis 10% Max AP auf 5 bis 11% Max AP runter bzw. hoch. Trinamer verliert 5 Bonus AD auf allen Rängen des Q und auch der E-Damage geht auf allen Rängen um 5 runter. Twisted Fate ist nun schon lange ein ziemlicher Überflieger, seine AD pro Level gehen von 3,3 auf 2,5 massiv runter, dazu sind die W-Mana-Kosten nun statt 30 bis 70 Scaling 50 bis 70 Scaling, dafür bekommt man allerdings auf den frühen Leveln der Blue Card nun etwas mehr Mana. Ab zu den Champion Adjustments und dort zu Aatrox. Er verliert zunächst Health Region Growth, bekommt dafür allerdings mehr Armor pro Level, sein E-Healing geht von 18 bis 24% auf 16% runter, skaliert dafür allerdings nun mit 0,9% pro 100 Bonus HP. Das Healing von seinem E verbessert sich nun allerdings nicht mehr während der Ult, dafür geht das Healing der Ult von
25-45% Scaling auf 50-100% Scaling massiv hoch. Riot möchte keinen Assassin, Aatrox oder ähnliches mehr sehen. Sie wollen ihn zu einem Frontline-Monster machen. Auch Corki wird nochmal adjusted. Er verliert zunächst 3 Base AD. Dafür bekommt er nun aber mehr Attack Speed Growth. Auf dem Q gibt es nun auf den späteren Rängen mehr Base Damage und auch der Cooldown sinkt um eine Sekunde. AP Corki ist zumindest auf dem Q zurück, denn hier gibt es nun statt 70-100% AP Ratio. Sein E verliert dafür allerdings Base Damage und Armor als auch MR Stat auf den späteren Leveln. Dazu gehen auch die Mana-Kosten auf dem E von 50-70 auf 50-90 hoch. Ab zu den Item Changes. Lord Dominic's Regard bekommt einen neuen Build Path und baut sich nun aus Noon Quiver. Noon Quiver selbst wird genervt und verliert 5 AD. Das Item ist damit statt 120% Goldeffizienz nur noch bei 107%. Scout Slingshot ist ehrlicherweise absoluter Müll, daher wird das Item direkt mal 100 Gold günstiger und auch der Buildpath besteht nun aus 2 Daggern und nicht mehr nur einem. Auch Static Shift bekommt einen neuen Buildpuff, in dem nun eine Pickaxe enthalten ist. Voidstaff ist eine absolute Meme, weil Cryptbloom bis jetzt einfach immer besser war. Daher bekommt Voidstaff nun 10 zusätzliche AP. Bei den Runen gibt es nur eine Anpassung. First Strike verliert nicht nur 5 Flat Gold, sondern auch noch 1% Damage Amp. Das war's für diesen Rift Report. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns mit einem Like oder einem Abo unterstützt. Jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes von Riot. Auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es mehrfach die Woche weitere League of Legends Videos, als auch unsere maximal 2 Minuten langen Mini-Patch-Rundowns. Bis zum nächsten Rift Report, möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.